Willkommen zum zweiten Part unserer Orchesteraufnahmen. Beim letzten Mal haben wir uns angeschaut, wo die Mikrofone ungefähr positioniert waren. Und diesmal hören wir rein, wie die Paare so klingen und wie wir die Session routen, damit wir mit der Bearbeitung starten können. Freut mich, dass du einschaltest. Mein Name ist Herr Rosenthal. Wenn dir das Ganze gefällt, würde es mich natürlich freuen, wenn du einen Daumen nach oben und ein Abo dalässt. Ansonsten geht's auch schon los in die Session. Ich habe das Ganze schon mal in FL Studio sortiert und farblich markiert. Eigentlich kennst du FL Studio vielleicht von elektronischen Beats oder elektronische Tanzmusik, Techno, weiß ich nicht, EDM, Hip-Hop. Ich nutze es genau dafür nicht. Eigentlich nutze ich das nur für Band-Recordings oder halt in diesem Fall Orchester-Recordings. So, was ich jetzt machen muss, ist erstmal, oder was ich schon im Vorhinein gemacht habe, ist das Ganze hier Namen, dem Ganzen einen Namen gegeben, jede Spur, dann links, rechts noch hier so ein Icon dazu. Farblich markiert, einfach damit ich weiß, was ist in meiner Session. Und auch die Funken, die werde ich nachher rausschneiden, aber die dienen mir einfach als Orientierung. Ja, sobald zum Beispiel eine Funke anfängt zu reden, kann ich zum Beispiel, weiß ich nicht, 10 Sekunden vorher wegschneiden und lasse da mein Lied enden, zum Beispiel. Brauche ich aber ja jetzt nicht und deswegen mache ich die erstmal auf stumm. Und was bei einem Orchester-Recording auch ganz wichtig ist, und das kann man hier vorne nämlich bei dem Publikum sehen, da habe ich nochmal den Preamp vom Mischpult hochgedreht, weil, naja, wir hatten wenig Zeit. Im Grunde 4,5 Stunden, aber kein Techniker war da. Wir mussten uns mit der Technik komplett aussetzen, wie die Halle funktioniert, wie die geschaltet ist. Und es ist keine Halle, wie sie vielleicht vor 40 Jahren mal gebaut wurde, dass du da Licht an, Licht aus hast, sondern es ist wirklich alles recht digital. Mit irgendwelchen iPads kann man das steuern. Und da mussten wir uns irgendwie durchfuchsen. Die Pegel habe ich eingestellt, habe dann irgendwann gemerkt, die reagieren gar nicht so. Und habe dann, bevor das Konzert tatsächlich losgeht, nochmal da in einem Applaus lauter gedreht. Und habe dann gemerkt, okay, es kommt doch was, alles ist gut. Jetzt müssen wir natürlich dann hergehen und das Ganze noch auf Lautstärke bringen. Es ist natürlich wichtig, dass du da genug Headroom im Mix oder beziehungsweise in deiner Aufnahme drin hast, weil ein Orchester, und das können wir jetzt hier hinten mal sehen, spielt sehr, sehr, sehr dynamisch. Das kann man hier zum Beispiel, ich habe jetzt hinten Bühne vorne rechts zum Beispiel. Da sieht man schon, die spielen recht normal oder im Mezzo. Forte vielleicht, also so eine mittlere Lautstärke. Dann geht's ins Forte und ganz zum Ende gibt's ein Forte Fortissimo. Da schlägt einer vielleicht volle Suppe auf eine große Trommel. Ja, und diese Spitzen, die müssen wir natürlich auch aufnehmen, ohne dass sie klippen oder verzerren, weil wir einfach zu laut aufgenommen haben. So, das Schöne ist an FL Studio 21, es gibt inzwischen die Funktion, dass ich mir das rucki-zucki lauter stellen kann. Und da fange ich jetzt auch direkt mal mit den Hauptmikros an. Das ist Ingo links, Ingo rechts. Warum Ingo links und Ingo rechts? Unser Dirigent heißt nun mal so. Also lauter. Ich schieb die jetzt mal auf 12 Dezibel. Da habe ich immer noch mehr als genug Platz nach oben. Ich könnte sie wahrscheinlich sogar kommen. Ich schieb sie einfach mal auf 15. Das reicht immer noch dicke. Und das Ganze mache ich jetzt erstmal mit allen Aufnahmen. Ach, guck mal, da zum Beispiel gab es einen Knackser im Mikrofon, den muss man natürlich nachher beseitigen. Das ist natürlich wichtig, dass wir darauf achten. So. In der Lautstärke angepasst. Es sieht tatsächlich manchmal so aus, als würde es hier bis oben hin klippen. Aber wenn ich es mal laut mache, geht's noch. Sondern das sind so Sachen, die werde ich ja nachher mit einem Limiter oder einem Kompressor ein wenig anpassen, dass wir da nicht übersteuern in der Summe. Aber vor allen Dingen jetzt geht's erstmal darum, das Ganze im Stereo zu verteilen. Und das mache ich hier in meinem Mixer, in dem ich ja alle Kanäle schon zugeroutet habe. Das kannst du auch einfach, indem du eine Spur hier vorne auf die leere, hier zum Beispiel, wo Track 14 steht, da kannst du einfach deine Spur drauf ziehen und dann routet der automatisch einem
Kanal deine Spur zu oder deine Audiodatei und benennt das Ganze. Das ist eigentlich schon mal ganz praktisch. So, wir hören in die Aufnahme mal rein. Okay, man merkt schon sofort, das ist sehr dynamisch, was da passiert, aber das macht nun mal auch ein Orchester aus. Gut, das Ganze nämlich jetzt einfach mal nach links und nach rechts gepannt, klingt dann auf einmal richtig schön breit. Super. Und eigentlich reichen diese beiden Mikros schon aus, um einen richtig satten, schönen Orchesterklang zu haben. So, aber wir haben ja zum Glück auch noch die Möglichkeit, hier diverse Stützmikrofone dazu zu fahren. Und vor allen Dingen, welche ich wirklich wichtig finde, sind die Crowd, habe ich sie hier genannt, die Atmos-Mikros. Nennen wir es einfach mal so. Weil die in diesem Fall, ja, den Raum mit aufnehmen. Und das drehen wir auch nach links und rechts. Und jetzt schiebe ich die mal dabei. Beziehungsweise lasse einfach mal mit Schalze zwischendurch mal dazu. Wow, da haben wir schon direkt so einen richtig schönen Raumanteil da drin. Klingt klasse. Also vor allen Dingen, weil die Mikros einfach, ich glaube, ein Pärchen ist auch schon was her. Da gibt es auch diese Vision nicht mehr. Aber es ist auch wieder die Hausmarke von Fame und das ist so ein winzig kleines Mikro-Stereo-Paar, die waren damals für 25 Euro mit Koffer. Das war's. Mehr ist das gar nicht. Ja, und links und rechts hingestellt neben die Bühne reicht super aus. Ich schaue jetzt mal, ob ich hier noch vielleicht irgendwo einen Applaus finde. Hier sowas. Ja, das ist doch ein Applaus. Und das klingt dann so. Ja, mal mit dem letzten Ton. Ja, die machen alles das, was sie sollen, nämlich den Raum aufnehmen und das Publikum. Wenn du jetzt zum Beispiel nur ein Stereo-Interface hättest, zum Beispiel, einfach über dem Dirigenten ein Stereopaar aufs Orchester gerichtet, reicht ja schon aus. Und wenn wir ehrlich sind, im Internet gibt es so viele Samples, wo man zum Beispiel einfach einen Applaus herbekommt. Also kannst du dir jetzt aus dem Internet downloaden, dabei mischen und du sparst dir zwei Mikrofone oder zwei Kanäle, wenn du die gar nicht zur Verfügung hast vielleicht. Weiter geht's in der Bearbeitung. Und zwar lasse ich mir das alles jetzt noch auf Subgruppenrouten, weil ich möchte jetzt wirklich nicht für jeden Kanal einzeln eine Bearbeitung starten, sondern einfach in Subgruppen und die nehme ich mir von ganz hinten. Wir haben einmal Funk 1, Funk 2, nehmen wir als eine Gruppe, dann das Publikum, zweite über unserem Dirigenten, dritte, dann haben wir hier eine Mitte vor dem Dirigenten, also nur für die Holzbläser im Grunde, das nehmen wir dann als einzelne Gruppe. Also 4, dann haben wir nochmal Stützen in der Mitte, 5, 6 und 7. Und das holen wir uns jetzt mal einfach von ganz hier hinten. Da haben wir jetzt einfach mal 7 Kanäle. Und wenn ich jetzt
Bei Apple ist es die Command-Taste, bei Windows ist es die Steuerungstaste. Gedrückt halte mit dem Mauszeiger, auch gedrückt halte und dann nach rechts ziehe, kann ich mir hier einfach 7 Kanäle auswählen, mit einem Rechtsklick hier in diese Meta-Anzeige rein und dann unten Dock to Right. Puff. Und jetzt haben wir die durchgehend rechts in unserem Mixer. Und das hat bei mir folgenden Grund. Eigentlich müsste ich den Master Channel auch noch nach rechts routen, aber was soll's. Bei einem Mischpult, egal welches Mischpult es ist, hast du immer rechts deine Subgruppen oder beziehungsweise deine Busse. Und deswegen haue ich mir die auch immer nach rechts. Und wenn du das auf diese Art und Weise machst, hast du sie immer im Bild. Und das ist immer ganz schön, wenn du dann mehr als vielleicht nur hier diese 27 Kanäle hast und hin und her scrollen musst. Die hier auf der rechten Seite, die ändern sich nicht mehr. Die bleiben immer da. So, und jetzt gehe ich her und markiere mir wieder auf die gleiche Art und Weise mein Stereopaar. Und wenn ich dann die Control-Taste hier gedrückt halte und dann einfach hier hinklicke, buff, routet der mir direkt alle beide ausgewählten Kanäle auf diesen Kanal. So, das bedeutet, hier, das ist dann auch der Funkkanal. Und das mache ich jetzt auch wieder für alle. So, jetzt kann ich das alles mal anschalten. Mache hier wieder meine Funkstrecken aus. Die brauchen wir nicht. Dafür kann ich sie dann hier einschalten. Gut, und dann schauen wir mal. Ich muss das nur wahrscheinlich jetzt alles einmal runterziehen. Sehr cool. Dann machen wir das nämlich jetzt mal anders. Und zwar alle nach unten und aus. Dann hören wir uns mal unser Stereopaar. Ach so, das hatten wir schon. Ha. Dann hören wir uns jetzt einfach mal alle anderen auch an. Vorher natürlich im Stereo verteilen. Links, rechts, links, rechts. Damit es auch richtig schön breit klingt. Und jetzt hören wir uns mal die anderen an. Also dann gehen wir mal in die Mitte. Also da hört man jetzt ganz gut, dass es mehr auf die Holzbläser gerichtet ist und alles, was halt vor dem Dirigenten so passiert. Also da sitzen einmal Klarinetten, Querflöten, eine Oboe, glaube ich, und eine Piccoloflöte, die man hier im Solo hört. Genau, und alles andere ist so ein bisschen, naja, nicht so gut zu hören. Einfach, weil das Mikrofon auch nicht so hoch steht wie die Hauptmikrofone über dem Dirigenten, sondern wirklich recht weit unten gehalten ist. Als nächstes hören wir uns mal die Stützen in der Mitte an. Ich finde zum Beispiel, man hört da sehr, dass da die Trompeten und die Posaunen recht gut rauskommen. Als nächstes nehmen wir die Bühne vorne. Ich finde, die Pauke ist ein wenig dominanter. Ein bisschen lauter machen. Ja, die Pauke kommt da auch schon sehr gut zur Geltung. Und da werde ich jetzt mal kurz ein bisschen weiter hinten reinhören. Mal schauen, was hier so passiert. Also da sind schon so ein paar Instrumente aus dem Schlagregister, die da schon recht gut zu hören sind. Aber am weitesten hinten
sind hier diese Mikrofone. Das ist die Bühne hinten mit der Kugelcharakteristik. Und da hören wir jetzt mal rein. Da wird wahrscheinlich recht viel Schlagzeug sein. Oder... Genau, und das ist jetzt das Schöne, dass wenn wir jetzt alles so ein kleines bisschen zu diesem Hauptmikrofon über unserem Dirigenten dabei fahren.